Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Tier Challenge. Jo, im letzten Part war jetzt nicht allzu viel los. Wir haben uns halt wieder lieb um unsere Tiere gekümmert, gelobt, gemacht, getan. Und weil, ja, die Zeit ist ja da, ne? Und wir haben nichts Besseres zu tun, haben wir angefangen, den Tieren nochmal neue Kommandos beizubringen. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander bringe, versuchte Marie Gizmo das Sprechen beizubringen und hat versucht, ihm katzig vorzumiauen. Und Micha hat versucht, Fanny das sich totstellen beizubringen, was auch sehr witzig aussah. Ja, dann hat Marie, wie man sieht, hier die Toilette gerade benutzt und kaputt gemacht. Und jetzt darfst du sie erstmal wieder in Ordnung bringen. Na, und was machst du Schönes? Notdurf erfolgreich, ja, Mechanikpunkt, sehr schön. Du hast doch Hunger, warum machst du dann nicht mal was zu essen, ne? Pascha, kannst du kochen? Warte mal, mal gucken. Na, der könnte doch auch mal was kochen, warum denn nicht? Weil immer macht das Marie, das ist doof. Dann komm doch mal runter, was wollte er eigentlich noch? Er wollte Fanny loben, nee, Gizmo loben. Kannst du Gizmo gerade loben? Nee, Dafür, dass er im Tierbett rumliegt, kannst du ihn nicht loben. Das ist Pech. Dann mach doch mal ein schönes Abendessen. Ja, Mittagessen servieren. Chefsalat. Oh, ein Salat wäre auch mal cool. Ja, komm, du machst jetzt einen Chefsalat. Das ist eine gute Idee. So ein frühes Abendessen à la Chefsalat. So, und du hast gereinigt. Du musst mal bitte aufwischen hier. Sauber machen musst du es nicht. Das ist auch in Ordnung. Und hier ist auch alles gut. Okay. Ja, ach Mann, ist das so anstrengend alles hier, oder wie? Du könntest dir ja, nein, sie will spielen. Okay. Das ist wieder typisch, Marie. Wie, der Kühlschrank ist leer? Ach nee, echt jetzt? Das kann's doch nicht sein. Der Kühlschrank ist leer. Das geht ja mal gar nicht. Das geht nicht, nee. Echt jetzt. Wir könnten uns ja auch mal, Nun gut. Wir lassen sie mal machen. Ist okay, ist alte Leute, die dürfen auch mal Quatsch machen irgendwie. Und wir bestellen uns erstmal schön Lebensmittel, damit wir hier nicht verhungern. Kühlschrank leer. Das ist echt eine Katastrophe. Was machen wir denn da? Erstmal Essen bestellen hier. Ham, 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 ham. Ganz viel Futter. Für alle. Nicht, dass nachher heißt, Katzenfutter ist auch noch Leons Hundefutter, weil das vielleicht im Kühlschrank aufbewahrt wird. Man weiß es ja nicht, ne? Kannst ja mal. Nee, was willst du? Achso, nee, was macht er denn jetzt? Nee, nee, nee. Achso, er sitzt da, okay. Ja, die haben halt immer das Komfortproblem. Das heißt, sie setzen sich halt jetzt auch immer überall hin. Hauptsache sitzen so ungefähr, ne? Ah, und da kommt der Lieferant schon. Das ist okay. Ja, bezahlt hatten wir schon, ja. Okay, komm, Lieferant, bring uns das Essen. Nee, du musst jetzt nicht, wir wollen hier die Lieferung annehmen, bitteschön. So, und Marie, du könntest mal einen Teil lesen. Ja, komm, Spaß und Spiele. Bauer. Wenn es einer annimmt, reicht, weißt du? Du musst nicht. Ja. So, er bringt das hin und dann wollte ich was machen? Einen Chefsalat. Mittagessen, Chefsalat da, genau. Mach das mal. Dann könnt ihr gleich lecker Salat essen, das ist eine gute Sache. Ach, es ist so ruhig hier irgendwie. Und da ist unsere Susi wieder wach. Und was macht Susi? Ihr geht's aber gut. Hat ein bisschen Harndrang, okay. Boah, sonst alles bestens. Wollte noch irgendwer was mit Susi? Nee, ne? Okay. Ah ja. Gut, lecker. Ham, ham. Dann hol du dir auch noch was zu futtern. Komm. Nimm mir dir einen Teller. Ja. Hi, Susi. Mal gucken, was wir mit dir noch machen können. Vielleicht können wir dir auch noch irgendwas beibringen. Hä? Wäre doch toll. Oh, oh. Ah, du gehst wieder ins Körbchen, okay. Alles gut, alles gut. Wo ist Gizmo? Da. Gizmo und Fanny schlafen, das ist auch in Ordnung, ja.
Und ihr zwei unterhaltet euch. Ja, sehr schön. Alles liegt da ruhig und bequem und lässt sich's gut gehen. Oh, haben ja schon 19 Uhr vorbei. Ach, da dürfen die Alten ja gleich wieder schlafen gehen. Ach ja, dann ist der Tag schon wieder rum, ey. Ich glaub's nicht. Hm, die träumen hier selig. Allen geht's gut, oder? Fanny? Ja, bestens. Und Gizmo? Ja, Gizmo auch gut. Und Susi sowieso. Ja, also, ich kann mich nicht beklagen, nö. Und schmeckt der Salat, den der Micha da gemacht hat? Ja, bestimmt, ne? So, ja, der war lecker. Okay, dann räum du mal den Rest weg. Was machen wir denn jetzt mit euch beiden? Die Tiere sind, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich sind sie fit. Kannst du mal Susi loben für im Tierbett rumliegen? Wobei, eigentlich wolltest du Fanny loben, aber die schläft halt gerade. Ja, ist ein bisschen dumm. Und dann können wir nochmal, oh, Fanny ist wach geworden. Ja, hallo. Fanny wird natürlich auch gelobt, ist doch klar, auch loben für von Sims Betten wegbleiben, kann ich dir wenigstens den Wunsch erfüllen. So, was macht Marie? Hast du aufgeräumt, bist du am Geschirrspülen? Jawohl, nichts übersehen, gut. Ja, prima. Mhm. Dann könntest du, warte mal, was kann ich denn jetzt mit euch noch machen? Er, was, hast du einen neuen Wunsch? Warte mal, ich muss erst mal gucken, was kommt. Das ist ja Gizmo, wo er loben will. Okay, warte mal, warte mal. Du könntest halt, stopp. Ja. Hm. Ihr könnt da natürlich weiter rumsitzen, das ist auch okay. Oder du lobst sie nochmal fürs Tierfutter fressen. Und kannst ihr noch ein bisschen das Totstellen beibringen. Und du guckst einfach zu oder liest du noch ein bisschen? Komm, du kannst auch noch ein bisschen lesen. Weil Gizmo ist, glaube ich, noch am Schlafen, ja. Was heißt, du kannst einfach noch ein bisschen, was gibt es denn hier für Teile lesen? Kunst, ja komm, lese mal ein bisschen Kunst. Ist doch auch okay. Ist der Napf jetzt leer? Ja, der Napf ist auch leer. Dann kannst du das auch noch machen. Und dann schicke ich euch auch bald wieder ins Bett. Ne? Ich überlege, ob ich noch mal... Oh, hallo. Oh, da sind sie ja. Was machst du für Buckel? Gizmo, pfui. Ausschimpfen für... Nee. Okay, das war einfach mal wieder so eine typische Tierrandale um... Wer ist hier der Herr im Haus oder so ähnlich. Wir kaufen mal noch eine von den Mäusen. Ich will den Tieren doch was gönnen. Also, ich meine... Ne? Maus ist immer schön. So, welche Farbe hatten wir denn jetzt noch nicht? Eine rosa Maus oder so eine blaue Maus? Weiß ich gar nicht. Rosa Maus. Blaue Maus. Komm. Nehmen wir die blaue Maus, die sehe ich wenigstens. Ah. Okay. Fanny, es gibt eine neue Maus. Ey. Gizmo-Mensch. Und die beiden trainieren hier noch schön. Ach, wie goldig. Platsch. Und da ist sie hinüber. So fein. Okay, kannst du mal mit Gizmo loben für von Simbetten wegbleiben. Und mal lieb haben. Streicheln. Und hier mal loben. Das muss unbedingt gelobt werden. So, und wie weit seid ihr zwei? Oh ja, er bräuchte wieder Komfort. Und Fanny, warte, was ist mit Fanny? Ah, die möchte mal endlich auf Töpfchen, ne? Und komm, einmal noch. Und platsch. Ja, das ist schön. Gut, okay. Halt, dann hör mal auf. Dann streichel sie noch mal. Und dann gibt ihr noch... Oh, guckt euch das an, wie sie hin und her tänzelt. Ist ja die Perfektion der Schauspielerei. Ne? Also besser geht's nicht. Besser geht's echt nicht. Ey, Gizmo, warum hüpfst du die arme Marie so an? Ey. Wir haben dich doch lieb. Muss die Marie nicht anhopsen. Echt jetzt nicht. So, du hast gerade draußen Geschäft verrichtet. Da müssen wir dich nochmal loben. Und auch nochmal lieb haben. Und dann würde ich sagen, machen wir uns langsam
auf ins Bett, ne? So. Du bist schon auf dem Weg ins Bett? Ja, okay. In Ordnung. Mach das. Und dann gehst du auch ins Bett. Ah, du könntest mal den Fernseher noch ausmachen. Ich habe ganz vergessen, dass der hier noch läuft. So, und dann gucken wir wieder unten, dass alles gut ist. Zu essen habt ihr, eure Schlafmöglichkeiten sind geputzt, die Toiletten sind sauber, alles gut. Dann gute Nacht, meine Lieben. Ja, könnt ihr euch alle wieder hinlegen und den Schlaf der Gerechten schlafen, süße Träume. Und ich werde mal spulen, weil das ist ja jetzt, ne, dauert ja jetzt nicht mehr. Aber ich habe ein Auge auf euch. Naja, und da ist der Nächste, der die Minzemaus erwischt hat. Ja, oh, guckt mal beide. Hi, wer darf an die Minzemaus? Huppala. Was jetzt? Alles gut? Susi, was ist? Was machst du? Ach, Gizmo hat sich in die Hundehütte gelegt. Oh Gott, und Susi steht da vor Wache. Wie guldig. Und Fanny liegt im Körbchen. Okay. Muss immer gucken, wo das ist und was die da so tun. Ach, und da wird wieder gespielt. Es ist einfach goldig. So, und wir nähern uns den frühen Morgenstunden. Jawohl. Ach, und sie ist schon wieder wach. Ich krieg da nie was mit, weil ich immer Angst habe, ich könnte hier unten was verpassen. So, dann lasst mal gucken. Was macht ihr? Wie geht's euch? Sie hockt schon wieder an ihrem PC. Oh, du hast mal schöne Wünsche. Susi befehlen sich zu rollen und Susi befehlen sich totzustellen. Ja, lieber rollen. Das Totstellen ist so ein Punkt. Das kann man mal bei dir anklickern. Und dann gehst du bitte jetzt mal hier säubern und benutzen und dann gehst du noch duschen. Das muss sein. Du müffelst ein bisschen so, ne? Ich meine ja nur. So, hör mal an den PC auf. Und du, was willst du denn Schönes? Oh, Fanny befehlen, Pfötchen zu geben. Susi befehlen, zu sprechen und auch Pfötchen geben und auch Gizmo immer noch loben. Ihm geht's gut. Was ist los? Hallo, dann kannst du mal direkt runter, meine ich. Ist das Gizmo? Nee, das ist Fanny. Wo ist Gizmo? Gizmo, wo steckst du? Oder hockt er immer noch in der Hütte da drin, ne? Wo ist jetzt Gizmo hin? Ja, geh mal hier runter. Lass mal deine Frau in Ruhe. In die Arme springen. Nee, du, die kriegt einen Kreuzschaden. Wenn du der in die Arme hopst. Da, kannst du Gizmo loben. Können wir den jetzt endlich mal für irgendwas loben, Mensch? Nee. Aber Fanny können wir loben für Möbel nicht zerkratzen. Das ist auch schön. Ja. Ach, ich hätte ihm vielleicht vorher noch was anziehen. Ach Gott, nee. Jetzt müssen aber echt die Toiletten gemacht werden. Das ist echt wichtig. Die Katzen haben ja hier gar kein sauberes Klo mehr. Da machst du beide, bitte. Das ist echt wichtig. Ja, genau. Fanny meckert schon hier, ne? Sagt, was ist denn das hier? Ja. Du bist da oben beschäftigt? Jawohl. Gut. Und was wolltest du dann von Fanny, dass es Pfötchen gibt? Ach, guck doch mal. Ah, Micha verliert etwas Begeisterung für Spiele. Ja, das ist mir sowas von egal. Dann mal für die Sauberkeit loben. Das ist auch sehr schön. Ist ja nicht selbstverständlich. Auch nicht bei Katzen, obwohl eigentlich schon. Aber es gibt auch faule Katzen, denen das ziemlich unwichtig ist. Habe ich auch schon kennengelernt. Denen macht das dann gar nichts aus, wenn sie total zerstrubbelt und zerbapscht und sonst wie. Ne? Ja, stinkig. Hallo, loben für Sauberkeit hier. Und dann wolltest du, dass sie dir was gibt, die Pfötchen, ne? Ja, Pfötchen geben, das war's. Ja. Mando, Pfötchen geben. Spielen, Finger wackeln. Und dann nochmal liebhaben, knuddeln. So, bist du beschäftigt. Und was machst du da oben? Ah, Hände waschen. Gut, das ist prima. Und dann kannst du hier nochmal ernten und gießen. Ernten und gießen. Und ja, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Das heißt, du könntest dein Bild weitermalen. Oh, eine gute Idee. Musst ja gerade nichts machen, ne? Nein, du sollst sie nicht immer werfen. Musen. Ja, was haben wir jetzt? Warte.
Das betrifft Susi und das betrifft. Emma, warst du nicht mit Fanny irgendwie am Beibringen? Warte, ich muss erst mal gucken, wie es Fanny geht, bevor wir da weitermachen. Fanny, oh nee, Fanny muss schlafen. Fanny braucht jetzt Ruhe. Okay, dann lassen wir Fanny in Ruhe. Das ist besser so. Dann gucken wir mal, was kannst denn du Schönes machen? Du könntest mal Kreuzworträtsel lösen. Komm, alter Oppi, mach mal. Da kommt die neue Zeitung. Hii. Das war's dann wohl mit dem Kreuzworträtsel in dieser Zeitung. Oder klappt das trotzdem noch, auch wenn es schon von gestern ist? Boah, passt noch. Cool. Man kann auch mit einer alten Zeitung noch Kreuzworträtsel lösen. Guckt an. Das ist ja mal interessant. So. Aha, Zeitung erfolgreich verwendet. Dafür gibt es einen Logikpunkt. Siehste? Ja, und die Staffelei erfolgreich verwendet. Dafür gibt es einen Kreativpunkt. So, gucke mal, dann kannst du die aber auch jetzt recyceln. Das ist in Ordnung. Und dann schnappst du dir hier die neue Zeitung und kannst ja erstmal grob. Was kannst denn du für Teile lesen? Essen und Gastronomie. Ja, komm, dann lest das. Ist in Ordnung. Ich guck mal, was Marie da oben macht. Ui, es wird. Guckte mal. Ah, was ist denn das für ein Bild gewesen? Ach, ihr Mann beim Kochen, ne? Ich glaube, das hatten wir gemacht. Ja, stimmt. Micha beim Kochen. Hihi, wusste ich schon gar nicht mehr. Oh Gott, schade. Ich habe mich viel zu selten drum gekümmert. Die hätte bestimmt schöne Bilder auch von den Tieren malen können. Das wäre es ja noch gewesen. Naja, gut, ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Ich befürchte eher nicht, aber wir können es ja mal versuchen, ne? So, hier ist ja gerade nichts groß los. Ich überlege, was haben wir denn? Wir haben Samstag. Wir könnten natürlich mit den Tieren auch nochmal einen Ausflug machen. Das wäre ja eigentlich auch eine tolle Idee. Dass wir nochmal ein bisschen aus dem Haus kommen. Aber da müssen die auch fit sein. Also so unfit da ginge es, muss nur Hahn. Ja, die brauchen nur Harndrang. Das heißt, wenn Fanny noch ein bisschen ausgeschlafen hat, könnten wir das eigentlich wirklich machen. Nochmal so ein Besuch in dem Tierpark und ein paar Leute treffen, da noch ein bisschen Spaß haben. Aber was anderes. Ah, obwohl. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge, oder? Was sagt meine Uhr? Nee, in dieser Folge dann nicht. Dann planen wir das für die nächste Folge. Dann gehen wir in der nächsten Folge mit den Tieren nochmal raus. Entweder in den Tierpark oder mal irgendwo anders hin. Was ich vermisse, ist, dass man da nicht angeln kann. Ich fände, wenn da irgendwie sowas wäre, so ein See oder Fluss oder was auch immer, könnten die Erwachsenen, also die alten Oppis und Ommis hier schön angeln gehen, während die Tiere sich da so vergnügen, ne? Aber ja, gut. Auch kein Problem. So, du willst mit Susi was machen. Warte mal kurz. Du wolltest Susi befehlen zu sprechen und Susi befehlen Pfötchen zu geben. Dann mach das doch mal. Wir haben Susi nämlich gerade da. Loben für. Im Tierbett liegen kann man auch mal loben. Ja, dann kannst du sie mal lieb haben, streicheln. Und dann das Kommando sprechen. Und was war das andere? Pfötchen geben. Oder? Bin schon ganz doof. Und dann noch mal Kommando Pfötchen geben. Und dann noch ein bisschen spielen, toben. So, das machst du jetzt mal. Hast du was zu tun? Ich guck mal, wie deine Frau da oben vorankommt. Ui, es nimmt Form an. Ja, so sah Micha mal aus, ne? Bevor er alt und grau wurde. Ist ja cool. Schade, dass er nur von hinten. Aber man sieht so schön, wie er da. Ich glaube, das entweder war das ein Fisch oder es war ein Schnitzel, irgend so ein Kotelett, was man da kochen kann. Ne? Ja. Genua. Na, süßer. Süße Maus, unsere süße Susi. Domi, Was mich wundert, ich habe noch nicht einen Besuch von Strolch hier gehabt Jamba. nachts, oder? Er ist noch nicht als Geist zu uns Rigor. gekommen, so als Geisterhund. Wahrscheinlich, weil er einfach glücklich und zufrieden an alter Schwäche gestorben ist. Ja, was willst du jetzt noch? Ja. Und ein bisschen rumtoben, als will er wieder Gizmo befehlen, Pfötchen zu geben. Ja. Da ist Gizmo. Guck. Ja. Loben für. Gut. Und liebhaben, streicheln.
Kommando. Pfötchen geben war das doch Gerber, auch wieder, ne? Ja, und was wolltest Gerber. du hier? Ja, können wir Eberlocker doch gleich zwei Wünsche erfüllen. Das ist doch schön. Ja, genau. Urna. Damit es den Leuten auch mal wieder ein bisschen besser Solche geht. Weile. Ah, was willst du denn Gerber. jetzt? Ein Hamburger essen. Ja, könnte man mal Ah, anklicken. komm ich Ich doch. glaube, wenn wir Schön. dann in der nächsten Folge weggehen, da gibt es ja einen Grill, Bechorno. da kann man Hamburger grillen. So, wo ist Fanny eigentlich? Die sitzt da in dem völlig dusseligen Ding. Dann kannst du hier nochmal lieb haben und auch nochmal ein bisschen spielen. Finger wackeln. So, bist du jetzt mal da oben fertig mit dem Bild? Na gut, es dauert noch ein Momentchen. Und bis dahin hat dann Fanny aber auch ausgeschlafen, ne? Ja, prima, alles bestens. Oh, Gizmo muss auf Toilette. Okay, dann lass mal Gizmo in Ruhe, damit Gizmo auf Toilette kann. So. Ach nein! Nicht schon wieder. Ach Gottchen. Wartet. Stopp. Ah, sie kommt, okay. War wohl gerade mit dem Ding fertig. Och, nicht schon wieder. Es ist so traurig, Leute. Och, Gizmo. Wartet mal, kann ich hier jetzt mal betteln? Oh, halt. Können wir hier was machen? Nee, wir können einfach nichts machen. Oh, und weg ist er. Ist er. Gizmo ist auch von uns gegangen. Och nein. Gott, was ein Gejaule und was für ein trauriges Erlebnis hier. Schaut mal, wir werden immer weniger. Kannst du sie trösten? Pflegen. Trauer auch mal. Komm, hier. Nicht hinsetzen wollen. Nein, wir trauern jetzt alle mal eine kleine Runde. Und dann gucken wir mal, ob wir die Marie trösten können. Diesmal hat sie es voll und ganz mitgekriegt, ne? Ja. Ich glaubte eigentlich, dass Trösten auch mal dabei war. Nein, mal pflegen. Ganz ruhig, ja. Und dann hier nochmal liebhaben, streicheln. Du musst Susi streicheln. Komm. Liebhaben, Bauchkraulen. So, und das heißt, ich müsste dann schon wieder in den Baumodus. Nein, nicht schon wieder der Nächste, nein! Ach, das ist doch nicht normal, Leute. Was geht hier ab? Ich hasse den Tod. Leute, ich hasse es. Jetzt wird Fanny auch noch mitgenommen. Och. Nein. Wir sterben alle. Och nein. Und da geht sie von uns. Tschüss, Fanny. Da hast du deine letzte Maus. Hol sie und fang sie. Oh nein. Das ist doch... Leute, das ist... Ich mache jetzt Schluss hier. Ich habe Angst, dass Susi als Nächste dran ist oder Micha oder sonst wer. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Echt, ey. Das ist so deprimierend. So deprimierend. Sie sitzt da schon ganz trauriglich. Was sagt meine Zeit? Ich hatte ja vorhin geguckt, dass wir nicht mehr weg können heute, aber ja, jetzt haben wir natürlich prompt überzogen, weil zwei Tode an einem Tag. Och, das ist so fürchterlich. Okay, dann würde ich sagen, war es das aber auch wirklich jetzt für diese Folge. Noch einen Tod verkrafte ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Dann verabschiede ich mich hier mit diesem Bildchen, dem Traurigen, und wir gucken im nächsten Part, dass wir dann die Gräber ordentlich machen und die Grabsteine aufstellen. Und ja, wir nähern uns echt dem Ende und ich habe kein Infovideo. Okay, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.